Echtzeit-TV ist heute beim Maler und Zeichner Alois Köchel in Sonnwiesen, Gemeinde Ferndorf, zu Gast. Alois Köchel ist 1951 in Klagenfurt geboren. Nach der Volks- und Hauptschule absolvierte er die HTL in Villach. In seinem jugendlichen Schaffen ist Alois Köchel draufgekommen, dass diese technischen Zeichnungen mit den geraden Strichen, wie sie in der HTL praktiziert wurden, für ihn doch nicht das Wahre sind. Was war letztendlich der ausschlaggebende Moment, sich vom technischen Beruf abzuwenden und sich der Malkunst hinzugeben? In meinem sehr jungen Leben hat es einmal zwei Filme gegeben. Unter anderem war dieser Film über Giacometti im Fernsehen anzuschauen, der unglaublich ist. Und da habe ich das erste Mal wirklich den allergrößten Wunsch verspürt, ein Künstlerleben einzugehen. Das war dann ein Venedig-Besuch mit dem Vorrat, mit Rucksack und Staffelei und das war dann jeden Tag malen. Das war sozusagen mein Grundtest im Leben, ob ich das mir selber überhaupt zutraue, dass ich mal. 1974 erhielt er das Diplom für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Der heute 61-jährige Alois Köchel ist im In- und Ausland ein anerkannter Zeichner und Maler. Sein künstlerischer Werdegang ist gesäumt von vielen nationalen sowie internationalen Auszeichnungen, wie Triennale für Zeichnungen in Nürnberg, Kunstmuseum Bern, Luxemburg, Kunsthalle Will in der Schweiz, Museumsquartier Wien und viele andere. Auslandsaufenthalte in Brüssel, Chicago, Japan und Afrika oder Stadtzeichner in Nürnberg sowie unzählige Arbeiten und Ausstellungen in Österreich. 2008 erhält Alois Köchel vom Land Kärnten den Auftrag zu einer Deckengestaltung für den neu renovierten Barocksaal des Stiftes Ossiach. Es ist ein oval gewölbtes, abhängendes Deckengemälde mit 2,3 x 5,3 Metern als Farblichtraumkomposition, das dem barocken Ambiente entgegentritt. Seine Zeichnungen und Malereien sollte man nicht im Vorbeigehen ansehen. Für jedes seiner Werke muss man sich Zeit lassen und eine gewisse räumliche Distanz zum Bild einnehmen. Nach einer gewissen Betrachtungszeit verliert man diese Distanz und man beginnt zu verstehen, dass diese Malkunst sogar dreidimensionale Strukturen beinhalten. Auffallend ist, dass Alois Köchel an mehreren seiner Werke gleichzeitig arbeitet. Er verwendet unter anderem dazu pulverartige Farbpigmente mit wasserlöslichen Bindemitteln. Jedes seiner Bilder verändert sich im Laufe des Malens von seinem Grundgedanken bis hin zur fertigen Bildkomposition. Diese künstlerische Freiheit des Malens seiner Werke, wie er sie entstehen lässt, sind letztendlich Ausdruck seiner persönlichen Verfassung.